Wir haben 40 abgezählt. Und 40 sollen wir sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ich komme zur Sache. Zuerst muss ich euch sagen, dass König Ludwig erneut die Begnadigung von Montmorency, Marillac und den anderen Kameraden, die bei Lingua d'Oca gefangen wurden, abgelehnt hat. Ich frage euch, meine Freunde, sollen wir warten, bis Richelieu sie ermorden wird? Oder setzen wir Gaston von Orléans auf den Thron von Frankreich und retten so unser Land vor diesem verbrecherischen Kardinal? Wir sind also alle einer Meinung. Der Herzog von Savignac spricht für Maria von Medici, die Mutter des Königs, die zurzeit in Holland ist. Er bringt euch eine wichtige Nachricht von ihr. Ich soll euch mitteilen, dass Ihre königliche Hoheit, die Königin Mutter, Frankreich besetzen will. Belgische und holländische Söldner sind rekrutiert und warten nur auf den Einsatz. Wir haben nur noch ein Problem. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben doch bezahlt. 12 Millionen in Gold. Wir brauchen 10 Millionen mehr. Es ist unmöglich. Ich gab, was ich konnte. Macht kostet nun einmal Geld. Wer sich einen neuen König leisten will, der muss auch etwas dafür ausgeben. Ihr bekommt das Geld, Savignac. Ich brauche es in den nächsten Tagen. Die Münze! Tag. Jemand hat mich niedergeschlagen! Man hat mir die Münze gestohlen! Jemand, der in diesem Raum sein muss! Ihr da! Mit der Kapuze! Was ist? Nehmt sie ab!